Sie möchten Ihre Zukunft nachhaltig gestalten und Ihre Gebäude dabei sauber, leise und insbesondere schneller bauen? Dann sollten Sie uns kennenlernen. Mein Name ist Mario Schneider und ich bin der Vertriebsdirektor von Mod21 und heute erfahren Sie mehr über unsere modulare Holzbauweise. Los geht's! Der Modulbau steht den klassisch konventionellen Bauweisen in nichts nach. Ganz im Gegenteil. Durch unsere industrielle Werksvorfertigung und die permanente Produktionskontrolle erreichen wir eine deutlich höhere Ausführungsqualität und erzielen dabei eine noch höhere Maßgenauigkeit. Wir als Mod21 bauen in den Sektoren Bildung, Verwaltung, Gesundheit, Unterkünfte und Wohnen und realisieren individuelle Gebäudetypen in nahezu allen Assetklassen. Wir verlagern den Bauprozess von der Baustelle in einer der modernsten Fertigungsstätten in Europa. Das heißt, Boden, Decke und Wände werden bei uns im Werk fast vollautomatisch produziert und zu einem Modul zusammengefügt. Auf 22.000 Quadratmetern Produktionsfläche bauen wir witterungsgeschützt bei gleichbleibend hoher Ausführungsqualität. Dabei laufen die Module quasi à la minute vom Band und erreichen dabei einen Ausbaugrad von bis zu 90%. Die fertigen Raumzellen werden dann nur noch mit dem LKW auf die Baustelle transportiert und vor Ort, ähnlich dem Lego-Prinzip, zu attraktiven Baukörpern zusammengefügt. Modularer Holzbau bei Mod21 bedeutet, Automatisierung unterstützt Handwerk. Einer der größten Vorteile der modularen Bauweise ist die Geschwindigkeit. Gegenüber konventionellen Bauweisen kann die Bauzeit um bis zu 70% reduziert werden. So errichten wir zum Beispiel ein Gebäude von 3000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche ab Auftragserteilung in nicht mal 23 Wochen. Das erreichen Sie mit der konventionellen Bauweise nicht. Dort benötigen Sie mindestens 46 bis 50 Wochen. Heute haben Sie schon einiges erfahren über die Modulbauweise hier bei Mod21 in einer der modernsten Produktionsstätten in Europa, hier in Torun. Und jetzt gehen wir nach Düsseldorf. Gebäude von Mod21 unterliegen dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Das heißt, von der ersten Idee bis hin zur Ausführung steht bei uns eine nachhaltige Planung im Vordergrund. Die verwendeten Rohstoffe sind also Teil eines geschlossenen Kreislaufs und werden so verbaut, dass sie am Ende der Nutzungszeit wieder als Ausgangsstoff für neue Produkte dienen. Das Gebäude wird somit für unsere Kunden zu einer Art Rohstoffdepot, in dem sozusagen echte Materialwerte gelagert sind. Aufgrund unserer dreidimensionalen modularen Bauweise können aber nicht nur die einzelnen Materialien im Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden, sondern das gesamte Gebäude kann als mobile Immobilie für eine neue Nutzung an einen neuen Standort versetzt werden. Mehr als jemals zuvor sind wir alle gefordert, die Klimawende herbeizuführen und die Treibhausgase zu reduzieren. Mod21 leistet mit seinem modularen Holzbau seinen Beitrag. Wir bauen sauberer, wir bauen grüner und wir bauen leiser. Nicht nur während des Wachstums entzieht Holz der Atmosphäre CO2, sondern bindet auch dauerhaft im Gebäude. Ein Kubikmeter Holz absorbiert dabei ca. 1000 Kilogramm CO2, während beispielsweise Beton 800 Kilogramm erzeugt. Wir beziehen unser Holz ausschließlich aus zertifiziertem Anbau. Darüber hinaus, durch exakte Vorplanung und stückgenaue Kalkulation, erreichen wir nahezu eine Zero-Waste-Quote bei der Herstellung. Unsere großflächige Photovoltaikanlage auf unserer Dachfläche produziert dabei so viel Strom, sodass wir mit dessen erzeugter Energie nahezu klimaneutral fertigen können. Mod21 ist nicht nur innovativ, Mod21 ist ein echtes Vorbild für die Zukunft des nachhaltigen Bauens.